Da, guck mal, der große Fahrstuhl weiß schon, dass wir davor stehen. Rein in die gute Stube! So. Fangen wir an? Ja. Folge 8. Ein Tag mit Sabine Mayhöfner. Leitung Wäscherei. Die blau-weißen Stühle meiner Anfangszeit, vor 30 Jahren. Als ich angefangen habe, waren wir knapp 150 Mitarbeiter. Ich glaube, jetzt liegen wir zwischen 500 und 600. Mein Name ist Sabine Mayhöfner. Ich bin Leitung Wäscherei, aber eigentlich bin ich auch das Mädchen für das ganze Haus. Also dem können viele Kollegen, glaube ich, nur zustimmen. Als wir am Drehen waren, war Sabine an allen erdenklichen Orten dieses riesigen Gebäudes unterwegs. Aber der Reihe nach. Montagmorgen, wie man sich ihn vorstellt. Es ging um 6.30 Uhr. Zügig los. Tempo ist aber nicht heute wegen euch. Mein Tempo ist immer so. Ich weiß. Ich habe selten jemanden erlebt, der früh so agil und auch noch so gut gelaunt ist. Ja, aber weißt du was? Gute Laune ist wie ein neuer Wind. Ich bin so, ohne dass ich was einnehmen muss. Ne? Und es gibt nichts Schöneres, wenn du andere mitreißen kannst. Ich fühle mich hier wie mein zweites Zuhause. Ja, ich fühle mich hier wirklich pudelwohl. Räume ich hier gleich die Arbeitskleidung ein. Während die Wäsche von Sabine verteilt wird, laufen die Maschinen im Keller. Selbstverständlich auch durch Sabine. Die Maschinen laufen 7 Tage die Woche. 8 bis 10 Stunden am Tag. Ja, ich weiß ja, wenn der TÜV kommt, und die Computer ranhängen, die können uns ja genau sagen, wie viele Betriebsstunden die Maschine übers Jahr hatte. Da sagt er, das bringt kein Haus zustande wie wir. Das ist Wahnsinn. Ich muss da immer so lachen, ne? Ich nehme das gleich mit, dann kommen wir vom Herzstück aus nachher über die 4 und das Zeug verteilen. Dann haben wir keinen Leerlauf. So. Hallo, Sabine, danke. Der Gurt ist aufgewaschen. Du bist einfach nicht drauf. Ich konnte im Laufe des Morgens mehr und mehr verstehen, warum Sabine so froh ist. Es herrscht irgendwie eine Atmosphäre der Dankbarkeit. Ich habe so viele Begegnungen am Tag, wo ich manchmal selbst abends noch denke, oh, das war aber heute schön oder ne, das nette Kollegen. Ja, wie eine Familie. Stimmt's jetzt? Ja, echt schön. So, schauen wir mal, wo Etti ist, oder? Andrea, weißt du, wo Etti steckt? Nein, er ist wahrscheinlich bei der Sitzhilfe noch dabei. Okay, dann kommen wir später wieder. Wie gesagt, Sabine ist im ganzen Haus unterwegs. Egal ob Kasachs für die Pfleger, Patienten oder Bettwäsche. Sie kümmert sich, dass alles sauber ist und verteilt wird an allen Stationen des Hauses. Weil auf dieser Station fülle ich die Wäsche selber auf, ne? Aber ihr seht, ich habe gestern gut vorgearbeitet, so viel muss ich nicht auffüllen. Guten Morgen, da ist er doch! Ist unser Etti, guten Morgen. Ist schon dein Äpfel dabei? Die waren im Wagen. Ja, ich habe mich so gefreut. Ich habe gesagt, wie Nikolaus. Unter Kollegen und Patienten gibt es immer wieder kleine Aufmerksamkeiten.
Du hast viele Patienten, die, wenn ich denen ihre Wäsche bringe, die liegen im Bett. Ne? Aber nur ihr Lächeln ist für mich ein Danke, wenn ich mit dieser Wäsche komme. Wenn sie auch nicht reden können. Aber dieses Lächeln, ne? Dass sie dich wahrnehmen. Und was Schöneres gibt's doch nicht. Und wie beenden wir das Ganze? Machen wir doch ein Bild. Wie heißt der Film? Sabine. Sabine. Wir hoffen, euch hat dieser Einblick gefallen. Für weitere Folgen abonniert uns. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Eure Klinik Bavaria Bad Kissing. Mega interessanter Tag heute. Sag ich doch. Ich hab dir gleich gesagt, wir haben viel Spaß.